Hallo Leute, wir kommen zur neuen Folge von vorne. In der letzten Folge haben wir irgendeine Scheiße gemacht. Ich glaube, wir haben Essensschlacht gespielt, wenn ich mich nicht irre. Und heute werden wir ausnahmsweise mal nicht Essensschlacht spielen. Wir werden nämlich Wild West oder du. Also halt Wild West oder so. Wild West natürlich. Alleine, weil ich will mal mein Glück probieren. Wie ich sehe, ist auch meine tägliche Quest hier. Durchsuche Munitionsfelder. Easier geht's nicht. Wie ich sehe, bin ich auch Level 95, weil ich einfach kein Leben habe. Und für das nächste Level brauche ich einfach verdammt nochmal 40.000 Erfahrungen. Oh. Krieg ich in einem Tag hin. Ah, es gab ja auch vor ein paar Tagen diesen Emote gerade im Shop, ne? Nämlich, ich glaube, am Samstag war es ja, ne? Ja, doch. Müsste entweder am Samstag oder Sonntag. Auf jeden Fall am Wochenende, das ist sicher. Aber ja. So in Sucht, wie ich auch bin, habe ich natürlich auch die Woche 9 schon längst abgeschlossen. Direkt nämlich einen Tag, nachdem sie raus war. Das war wirklich wieder nice. Und jetzt warte ich halt auf Woche 10, die ich nächstes Mal... Nein, übernächstes Mal wahrscheinlich dann auch abgeschlossen habe, weil nächstes Mal, wenn ich... wenn ich aufnehme, ist noch vor der Woche... bevor die Woche 10 rauskommt. Das nächste Mal, wo ich aufnehme, ist halt am Mittwoch. Das heißt, einen Tag bevor Woche 10 rauskommt. Und dann bin ich mal gespannt, was man bekommt, weil ihr seht ja, wenn man in die Hunting Party Dings da reinschaut, sieht man, dass er 1 von 2 steht, wenn man das 10. Bilderei bekommt halt. Deswegen bin ich mal gespannt, was man bekommt. Also was für eine Mission man bekommt, wenn man das halt bekommen hat. Seit ich in 3 Tagen rausfinden. Aber ja, heute probiere ich mal mein Glück halt in Wild West US alleine. Mit die Lags. Eigentlich bin ich doch nicht alleine, die Lex begleiten mich leider. So, ich hab einfach mal den Aimbot genommen, AK-Ziel. Ja, natürlich landen ein paar Sposten mit mir. Meine Lex sind fantastisch. Ich liebe es. Okay, schau. So, okay, Revolver. Ja, bekämpft euch ruhig. Danke für den Kick. Ich bin zu dumm zum Treffen. Also da war einer. Okay, die ist da drin. Die haben mit. Das ist ja rich. Das Haus da unten eigentlich. Hä? Ah, von oben. Oh, ich hab schon gedacht, der hätte mich schon unten bekommen. Okay. Dann ist alles gut. Ich hatte gedacht, der wäre unter mir. Hm. Hat sich wahrscheinlich hochgebaut und ich hab's nicht mitbekommen dann. Egal. Man kann leider nicht immer ein Sieger sein. Oh Mann. Ich will wahrscheinlich hier nichts reißen, weil ich einfach ein Lappen bin. Aber ist auch nichts Neues. Tadada. Halt diese Emote gab's Samstag doch, glaube ich, aber gratis. Ja doch, 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 das war Samstag. Ich erinnere mich. 800 V-Bucks in diesen Skin. Skin, genau. Wo mir was Skin bin, ich bekomme für den 6. Dezember das hier wahrscheinlich. Es heißt, wenn Season 7 losgeht, schon fast 6 gesagt. Dann werde ich wahrscheinlich stehen als erstes halt euch zeigen, ne? Dann werden wir mit dem halt in alles erkunden halt Neues dann. Das ist ja nicht mehr lange. Wenn diese Folge online kommt, dann müsste es ja nur noch 8 oder 9 Tage sein, glaube ich. Aber das steht aktuell im Battle Pass, so dass man, also wenn man auf Battle Pass Dings da geht halt tap da, steht ja, dass ja in 8 Tagen oder 9 Tagen es endet. Aber normalerweise sollte es am 6. Dezember ja enden. Also am 7. Dezember, glaube ich, geht's los. In Season 7. Oder vielleicht auch am 6. Dezember geht es mit der Season 7 los. Ungefähr um diesen Zeitraum auf jeden Fall. Sagen auf jeden Fall mal die meisten. Ich glaube auch, dass am 6. Dezember halt die Season losgeht. Würde gut passen. Ich habe schon wieder gesehen, wo die Spawner, die man gerade rechts sieht, halt voll mit Schnee ist, was ja auch Sinn macht. Wir sind im Dezember dann halt. Ah ja. Also geil, wenn das so wäre. Immer gespannt, wie lange halt die Season 7 Map aussieht. Was muss doch irgendwas noch passieren jetzt? Irgendwas. Irgendwas mit diesem Skill hier, also Power, besser gesagt.
meine auf erst Land Flush und dann ist er halt uns bei Liga. Wer es nicht gesehen hat, also wer es nicht bemerkt hat, wenn man genau Woche dem Woche 9 Bild schaut, sieht man halt den Aimbot im Hintergrund halt. Wie Clarity und den Wildfire, glaube ich, heißt er ja, beobachtet halt. Also auf jeden Fall nichts Gutes. Ich habe 6 Dynamit, das heißt auch nichts Gutes. Sag mir, dass keiner drin ist. Wenn niemand, sprengt ich in die Luft, mein Junge. Scheiße, es wäre ziemlich leer hier. Ist auch, um ehrlich zu sein, besser so. Ah, ich kann meine Quest abschließen. Wie geil! Ich würde sagen, so ein, zwei Folgen vor Season 7 wahrscheinlich losgeht, bin ich auch Level 100. Und dann war ich auch schon direkt ein Titel. Endlich Level 100. Das ist wahrscheinlich der Titel sein, so wie ich mich kenne. Oh ja. Hier ist keine Action. Ich dachte eigentlich, hier würde sehr viel Action-Matching geben, aber scheint nicht so. Ich weiß ja ziemlich am Anfang. Wieso hab ich noch immer ein Jagdgewehr? What the hell? Also der Mitte habe ich natürlich auch noch dabei, aber mehr Scheiß Ding. Ja, sprechen. Das ist eine Kunst von mir, Kappa. Ist doch so ruhig. Es scheint wirklich, als wäre ich in Greasy allein. Das ist eigentlich ziemlich unnormal, jetzt wenn man bedenkt, dass es am Anfang war. Vom Bus. Der Burger, wieso? Aktuell, also wo ich das letzte Mal geschaut habe, standen die ja da. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie sich inzwischen weiter bewegt haben wahrscheinlich. Sobald wenn diese Folge hochkommt, dann ist sie definitiv weiter bewegt. Und dann sich wirklich dann noch weiter bewegt vielleicht. Das können wir ja vielleicht noch checken. So, komm, das lasse ich aber hier. Ich hatte Platz für den Revolver und der Pump. So, noch mehr Munition. Noch mehr Munition. Ja, ich würde wahrscheinlich diese Runde sogar meine Quest Flash abschließen können. Ich meine, wenn ich ganz Greasy für mich allein habe, weil ich noch, glaube ich, nie fast hatte, dann werde ich definitiv auf 7 Munitionswissen hochkommen. Ne? Aber who knows? Aber wisst ihr, was ich mache, das mit mir, um irgendwie Scheiße zu bauen. Okay, hier ist die fünfte. Da müssen normalerweise eine Truhe sein, hinten steht sie da. Nein. Aber ein Revolver, das ist nice. So. Ja. Ah, eigentlich mal ein Gegner gehört. Tut mal Zeit. Auch noch ein wenig Munition für die verdammte. Für das verdammte Jagdgewehr. Okay, von wo kommt das denn? Ich stelle mich danach auf das Dach des Gebäudes hier. Da hinten, okay. Ich will wahrscheinlich nicht überleben, aber okay. Okay, das heißt, im anderen Teil von Greasy war also ganz halt ein Kampf, während ich hier in Ruhe gelootet habe. Alter. Schade. Schade. Ach stimmt, man kann ja fliegen, habe ich schon voll vergessen. So. Ja, wow, was für eine Scheißposition habe ich auch eigentlich. Und habt ihr also, den Gegner? Scheint mal so. Nein, hat er nicht. Ah, er ist jetzt tot. Nein, der Fucker. Schade. Nein. Da ist er. Wie? Ist er durch Vollschaden gestorben? Nein, ist er nicht. Ah, hat mich durch diese Lücke erschossen, okay. Ach komm, ich dachte erstens, dieser Loot, der wäre von ihm, aber nein. Ah, okay. Scheiße. Ich kann einfach nichts, Leute. Ich kann nichts. Ich bin ein Opfer. Und deswegen ist jetzt ein Zitat. Was kann da schief gehen?
Mit dir spiele ich danach, ey. Mit dir, Jeremy. Puh, und ich dachte, ich könnte meine Quest wegen abschließen. Ach, von wegen. Antwort von Epic. Fick dich. Als ob ich das hinbekomme. Natürlich nicht. Ach, Mann, ey. Ich hasse das Spiel. Ich glaube, nächstes Mal spiele ich einfach wieder solo. Hey. Wir haben ja keine Schadenspunkte angewiesen. Was soll das? Oh, Leute, ich stecke mich schon. Ah, danke. Junge, komm her! Ja, da, 160. Oh, beim Fußfahrer bedanken. Das habe ich schon ziemlich lange nicht mehr gemacht. So, Tilte. Da wird es wahrscheinlich keinen Mucks mehr geben, wenn ich da lande, weil ich muss mich konzentrieren, weil wir reden hier von Tilte. Oh, das ist nicht ein schöner Ort. Das ist kein schöner Ort, Alter. In der Truhe, aber keine Waffen nehmen. Und soll ich es riskieren? Ja, komm. Gute Wahl zur Flüchtlingung. Das klingt so, als wäre einer unter mir. Ist es auch. Na, moin. Spiel, kannst du eine Pumpe bekommen? Nein? Ja. Ja, genau. Wo war das ein Headshot, bitte? Wusste alles klar, genau. Ich habe die Schüsse gesehen. Da war einer auf meinem Körper, das gebe ich zu. Aber nicht auf meinen Kopf. Wo denn das? Na moin. Okay, ich glaube, ich wechsle zurück aufs. Ich gehe auf Solo, weil das hier wird ja nichts, wie man merkt. So, Solo. Ich bin ein Loppen. Na moin. Dun, 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 dun. Seht ihr, ich habe kein Leben. Ihr meint doch mit, dass mir 1 von 2 halt. Ich bin wirklich mal gespannt, was da gibt als Aufgabe halt mal und dann als Belohnung auch. Also mein Freund sagt, es wird eine Spitzhacke von dem Roboter geben und man kann ein Kostüm noch bekommen, so eine also eine andere Version von ihm, also mit der gleiche Skin halt irgendwie einem grüner Short anstatt einer roter. Das hat er mal gesagt. So, ich gehe mein Glück in Paradise probieren. So, nicht vergessen, jetzt sind alle Waffen wieder verfügbar und man kann nicht fliegen. Das wird auf jeden Fall witzig. Deswegen gehe ich auch lieber nicht tiltet und konzentriere mich mal. Ich hoffe wenigstens heute einen Kill zu machen, Leute. Aber ich muss auch sagen, dass diese Runde, die hier spielt, sind meine ersten von heute. Also ist eigentlich ziemlich normaler Scheiße Spiele. Würde ich jetzt schon den ganzen Tag gespielt haben und dann halt noch jetzt aufgenommen haben, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass ich eine gute Runde hingelegt habe, trotz der Lags wahrscheinlich. Aber ja, jetzt weil das hier meine vierte Runde erst ist heute. Und meine erste Runde solo noch halt noch. Ist halt nicht gerade wirklich beste. So, Schildtrank und Slurf. Ja, dann gehe ich natürlich lieber zu der Scheißruhe. Der unter mir. Natürlich, kein einziger Hit. Ich nehme mein Leben. Ja, moin. Wie geht's? Okay, da unten ist einer. Jungs, komm runter! Jesus! Hier, friss! Ich schwöre, wenn ich euch damit einen umbringe.
Alter, wenn es passiert. Ja, wie komisch hier in Ruhe runter. Ich will in Ruhe noch looten. Jesus Christ. Das arme Haus. Ich muss ja wer über mir. Das klang so komisch, ey. So, Munition, danke. Wow! Wie ist er da durchgeglitscht? Oh, ich hab ihn. Alter, ihr habt es auch wahrscheinlich schon erkennen gemerkt, ich habe mich übelst erschrocken. Oh Gott, Jesus Christ. Natürlich. Ach komm. Alter, mein Schock, der Schock meines Lebens auch wieder mal. Jesus Christ. Der hat mich erschrocken, der ist dafür durch die Tür gegangen. Ja moin, hab ich übrigens meine Quest abgeschlossen, wahrscheinlich nicht mehr. Ne. Ich liebe mein Leben. Hier noch 9 Tage, okay. Wenn aber diese Folge online kommt, dann ist nur noch, steht wahrscheinlich nur noch 8 Tage da. So. Na hier, alles gemacht, da kein Leben. Hilfe. Wie lange ist die eigentlich die Aufnahme inzwischen? Okay, 16 Minuten. Wenn das hier jetzt eine gute Runde wird, was wahrscheinlich nicht wird, kann man vielleicht eine 30 Minuten lange Folge werden. Wird's aber nicht, weil ich spiele wahrscheinlich wieder letzte Müll. Ich gebe euch mein Wort. So, noch einmal Paradise. Aber holy shit, hat mich der erschrocken. Schau's mein Leben manchmal. Ich hab kein Leben. Hui! Hey, lass mich in Ruhe, Partner! Oh! Jesus Christ. So, Leute. Jetzt seht ihr noch mehr Cringe. Noch mehr ein Kapnupier spielen, der trotzdem einen Roboter hat, weil er doch etwas kann im Leben. Nämlich Quests machen, aber nicht spielen. Na, das halt, wie ich gesagt habe in letzter Runde. Ich muss mich immer aufwärmen. Und ich bin definitiv nicht aufgewärmt. Und die Lags machen es nicht gerade einfacher. Aber die Lags sind jetzt nicht mehr so wirklich nervig. Also es gibt natürlich noch ein paar Lags. Zum Beispiel, wenn ich Essensschacht spiele, dann gibt es definitiv Lags nicht. Aber zum Beispiel jetzt in normalen Runden geht es eigentlich. Ich weiß nicht, wie das passiert. Ich habe eigentlich nichts geändert. Aber ich dachte, geh lieber nichts drehen. Ja, genau. Ich bin tot. Ich hab die doch aufgenommen, the fuck. Ja moin, beste Runde, Leute, ich liebe es. Aua. Ach man, Fortnite, also beziehungsweise Epic, lass mich doch nur eine gute Runde haben, auch wenn ich nicht aufgewärmt bin. Und lass mich wenigstens die Quest abschließen. Das ist das einzige, was ich heute noch erreichen will im Leben. Goddammit, oder? Oh. Please. Ich will doch nur einen Sieg. In einer Folge. Das wird nie passieren, oder? Okay, Konzentration. Ich werde dann halt jetzt ein wenig besser spielen. Kappa. So, probiere ich erstmal mein Glück, mein Tomato. Das, oder wisst ihr was? Ich probiere mein Glück in Lazy sogar. Das ist eigentlich ziemlich riskant. But who cares? Aber Leute, weil ich noch so gelangweilt war, habe ich auf meinem Kollegen, der auch einen YouTube-Channel hat. Ich habe den auch bei meinen Freunden halt verlinkt. Also, geht mal checken da. Weil geht ja auf Übersicht, bei meinem Freund ist er auch verlinkt, nämlich ist das dieser Unitroll. Der hat halt nicht so viel Zeit um zum Spielen, deswegen habe ich immer von mal die Quests gemacht und jetzt hat er was weiß ich wie viele Stunden nicht bekommen halt. Er war Stufe 77, bevor ich angefangen habe, und ist inzwischen 98. Aber es war nicht durch mich, nur hauptsächlich, er hat auch ein wenig seine Quests gemacht und ja. Aber ich habe ihm die 20 Quests, glaube ich, gemacht. Fast. Nein, 15. Mal nicht 12 oder so. Ich bin ein wenig zu hoch gegangen. So um die, sagen wir 12 bis 15 Quests habe ich ihnen gemacht, auf jeden Fall. So, auf jeden Fall sehr anstrengend. Eine, die ich bisher noch nicht geschafft habe, ist zum Beispiel die, diese Quest da mit Pistole Schaden machen, damit Desert und damit Silent. Ich bekomme einfach keine Desert und deswegen kann ich diese nicht machen bei ihm. Okay, das war nicht mein Plan.
tatsächlich schon oben weggenutzt. Hoffentlich nicht. Okay, schau mal. Als ob. Wenigstens habe ich meine Quest. Ach komm. Epic, eine gute Runde. Bitte. Mann. Nächstes habe ich die Quest, das ist ja alles was Gutes für die Folge. Money. Ja, meine Finger knacken sich mal den Stark. Geil! Beste! Ah, T-Pose. Überhaupt mal recht. Hat jemand überhaupt eine Ahnung, warum dieser eigentlich gratis war? Gab es irgendeinen speziellen Grund? Also ich habe mir das nicht so genau angeschaut, warum. Oh ja. Ach, Konzentration, Leute. Beste von meinem Leben. Ja. So, okay, verloren ich dann. Komm noch einmal, Lazy. Für das kommende Finale. Das ist jetzt meine letzte Runde. Ich kann wieso kein Kill mehr bekommen heute. Du bist, ich halt jetzt auf. Sobald ich lande. Nein, sobald ich rausspringe, besser gesagt, halte ich mein Maul und konzentriere mich mal. Aber ordentlich. Also jetzt wahrscheinlich kein Luchs mehr. Ja. Junge, wie ist das? Stress. Okay. So, bleib zum Absturz. Ein Minute später, Computer abgestürzt. Aufnahme weg. Scheiße! Ich hoffe nicht, Alter, aber die Folge, ich will jetzt nicht noch einmal aufnehmen, ey. Hätte wahrscheinlich keinen Mucks mehr von mir. Zwei Gegner, das ist klar. Bitte Granaten. Wurde leider nicht erhöht. Okay, danke für die, dass du eine Falle gesetzt hast, du Idiot. Ach komm ey, wie komme ich dann noch eine Pumpe kommen anfangen? Ich kann nichts mit Stunden mehr anstellen. Mann. Das ist auch der Nachteil, weil ich kann einfach nicht spielen mit Pump. Sturmgewehren. Dann muss schon Ska sein, weil die ist übelst genau. So, wie lange ist diese Scheißaufnahme eigentlich? Ja, 23 Minuten, ja, ich gebe die auf. Jetzt war eine Scheißfolge, aber was will ich machen, ey? Ich muss übelst sie spielen, um halt mich aufzuwärmen, aber ja. Das hat dann nicht funktioniert. Also auf jeden Fall, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann ja, das sind ich sag das ist so eine scheiß Runde. Nein, komm. Also, hier die richtige Abmoderation. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das positive Bewertung habt, sehr gerne gefallen hat, vergesst kommt damit die Info, dass es schon besser war. Vergesst auch nicht noch die Videos abzuchecken, vergesst auch nicht, wenn ihr die Glocke zu aktivieren und nichts zu verpassen. Und vergesst nicht, dass ihr euch mit Freunden seid. Tschüss!